Guten Morgen, es ist Samstag und wir haben, glaube ich, 6 Uhr. Ich habe eine fürchterliche Nacht gehabt und ich muss euch fragen, ihr habt immer so schöne Tipps, so gute Tipps. Bitte helft mir, ich werde euch gleich auch auf Instagram fragen. Denn bei Instagram ist der Vorteil, ihr könnt mir direkt antworten, das Video seht ihr erst morgen. Hier ist der Vorteil, hier sehen wesentlich mehr Menschen zu und wahrscheinlich werde ich mehr Tipps bekommen. Ich habe so einen steifen Nacken, ne? Ich bin... Also heute Nacht aufgewacht, ich glaube um 4 Uhr war die Kleine, ist sie wach gewesen. Ich weiß nicht ganz genau, ich gucke nicht immer auf die Uhr und wenn ich auf die Uhr gucke, dann kann ich mich heute auch nicht erinnern, ob es die richtige Uhrzeit war. Jedenfalls war es noch dunkel und ja, ich habe sie dann halt gestillt und dann, glaube ich, war noch alles okay. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich Schmerzen hatte. Und dann bin ich auch wieder eingeschlafen und als ich dann aufgewacht bin, ich habe hier, das kann sich, also habe ich noch nie gehabt, solche Schmerzen. Ich meine, ich war auch noch nie... so alt. Also solche Schmerzen im Nacken. Ich hatte schon mal so starke Schmerzen, aber noch nicht so im Nacken. Und das ist halt, ich kann den so langsam drehen, den Kopf, aber hier geht nicht weiter. Und auch mit den Armen, mit dem Heben, das ist ganz schwer, der linke Arm, der rechte Arm geht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kleine heute tragen soll. Die ist jetzt noch schlafen übrigens. Und ja, ich bin dann erstmal heiß duschen gegangen, habe gedacht, wenn hier so der Duschstrahl drauf kommt, vielleicht wird es dann besser. Oft ist es ja auch so, wenn man dann aufsteht und einmal so in die Gänge kommt, dann wird es auch ein bisschen besser, aber bis jetzt noch nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich werde langsam immer versuchen. Also ich wusste gar nicht mehr, wie ich liegen soll. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich hatte mega die Schmerzen bei jeder Bewegung, sogar wenn ich einfach nur gelegen habe. Hat das teilweise so, oh, runter ist auch ganz doof. Ich muss irgendwo meinen Arm abstützen. Wegen der Kamera. Hier vielleicht. Ja, das geht. Ja, und normalerweise wäre ich jetzt heute mit dem Hund rausgegangen morgens, weil die Kleine noch so schön schläft. Aber weil ich glaube, ich kann den gar nicht halten. Ich glaube aber auch, ich kann die Kleine gar nicht hochheben. Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Und beim Stillen ist jetzt der Vorteil unserer Lieblingsposition. Beim Stillen ist sowieso im Liegen. Dann kann ich mir einfach daneben liegen. Aber so, oh, nach links ist am schlimmsten. Ja, ich werde, glaube ich, gleich als erste Hilfemaßnahme eine Wärmflasche drauf machen. Ich glaube, Wärme tut ganz gut. Das ist ja fürchterlich. Meine Güte. Ja, und auch gestern Abend, ich konnte nicht einschlafen. Alle haben schon geschlafen. Ich konnte wieder nicht schlafen. Wir waren ganz früh gestern. Ich habe euch noch auf Instagram gezeigt, dass wir baden waren. Also, ich habe euch nicht gezeigt, wie wir baden waren. Bernd hat Livia gebadet und ich, die waren hinter der Kamera so. Und ich habe halt mit euch geredet und habe euch erzählt, die sind baden. Und die war todmüde. Wir waren um 8 Uhr im Bett, alle. Bernd auch, ich auch. Und haben uns hingelegt und Livia ist auch voll schnell eingeschlafen. Aber ich konnte wieder nicht schlafen. Lag ich da, habe ich mit dem Kopfhörer noch YouTube geguckt, ein paar Videos. Ich weiß auch nicht. Oh, irgendwie ist voll der Wurm drin. Sorry. Ich versuche jetzt mal in die Gänge zu kommen. Ich mache jetzt einen Kaffee. Und dann, wenn ich mich wieder melde, dann hoffe ich, dass es gut ist. Wieder. Bis gleich. Also die Dusche habe ich ja versucht und ihr habt mir als Tipp gegeben, Massage. Bernd hat mich massiert, es tat unheimlich gut, es war sehr angenehm, aber besser ist es immer noch nicht. Ich habe jetzt das Video geschnitten für heute Abend, die Maus schläft jetzt, ich konnte sie ablegen und jetzt wollte ich mir mal ein Kirschkernkissen machen. Ich glaube, ich habe noch eins, das war auch ein Tipp von euch von Instagram. Ich glaube, hier habe ich Kirschkernkissen. Hier, die Schubladen. Nein. Da. Kirschkernkissen. Mikrowelle, ne? Bernd hatte schon Brötchen aufgebacken. Und Shake hat er auch gemacht für uns. Den trinke ich gerade. Und ja. Dann würden wir uns gerne aufs Sofa legen. Also Bernd liegt schon auf dem Sofa und ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich mich hinlegen soll. Mal schauen. Vielleicht mit dem Kissen. Das Video lade ich jetzt hoch. Ach, und ich habe endlich Bescheid vom Elterngeld bekommen. Das wird jetzt vorläufig nur ausgezahlt. Ihr wisst, die Maus ist im Januar geboren.
Und das hat ewig lange gedauert. Also jetzt haben wir ja heute den 1. Mai. Und endlich kam der Brief an. Und ich muss aber immer noch was nachreichen. Aber das wurde jetzt bewilligt vorläufig. Und dann wird es halt nochmal genauer berechnen, welches andere nachgereicht habe. Also das ist ja echt ein Krampf, ne? Gut, dass man sowas nicht so oft beantragen muss. Also gemusst hätte ich es ja jetzt auch nicht, ne? Aber wer verzichtet denn freiwillig darauf? Ja, so, ich glaube, das reicht, ne? So lange müssen die gar nicht. Ja, schön warm. Oh, die stinken immer so, ne? Solche Kissen. Oh, das ist so angenehm, die Wärme. Ihr habt mir auch gesagt, hier so Wärmepflaster und so. Ich habe so eine Salbe, Phenalgon. Aber ich glaube, die darf ich gar nicht nehmen wegen Stillzeit. Ich weiß es nicht. Aber das wärmt ja auch. Also diese Phenalgon-Salbe, die macht halt Wärme. Ich probiere es jetzt mal hier mit. Das tut es ja auch. Das tut auf jeden Fall gut. Ich habe euch gestern gar nicht das tolle Roggenbrot gezeigt, was ich gebacken habe. Mit wem redet die Mama? Die beiden sind am Kuscheln. Die drei sind am Kuscheln. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Soll man den Luftschacht zumachen am Kamin, dass er nicht luftzieht? Ja. Ganz oder halb? Nee, mach das ja nicht. Oder gut. Und das Brot, ich habe zwei schwarze drum drauf gemacht. Sieht schön aus, ne? Ach, schön warm ist das. Hallo. Hier haben wir auch einen Genießer, ne? Ja, so. Weck mich nur, wenn es Fressen gibt. Ja. Ja, ich habe jetzt das zweite Mal das Kissen warm gemacht. Es ist sehr, sehr angenehm, auch wenn es ekelhaft riecht. Also diese, ich weiß, diese Kirschkerne, die riechen immer schäbig, muffig, ja. Es ist sehr angenehm, aber noch hilft es nicht so wirklich. Ja. Bei uns gibt es jetzt gleich Frühstück. Was hast du? 16 Euro für 18 Schlagsticks bezahlen. Mhm. Ja, Bernd hat gerade unsere Sahne wieder bestellt, diese, die wir immer nehmen, die Schlagfix-Sahne. Und heute gibt es mal keine selbstgemachten Brötchen, sondern Aufbackbrötchen. Weil, wann waren die abgelaufen? Vor 2 Tagen, ne? Ja, ja. Genau, deswegen haben wir die heute. Und bestimmt machen wir morgen wieder Brötchen selber. Das ist hier noch ein Toastbrot, backe ich noch. Dann kann ich nämlich nachher das Brot wieder schneiden. Und ich mache immer hier mein Ding. Das geht. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ein Update wollte ich euch geben zu meinen Fuß-Hornhautsocken, die ich gestern gemacht habe. Ich habe erstmal nur einen Fuß gemacht, weil ich Angst hatte, dass es weh tut, wenn es anfängt, sich zu pellen. Es tut nichts weh. Ich hatte allerdings die ganze Nacht das Gefühl, dass am rechten Fuß, wo das dran war, so alles trocken ist. Ich hatte das Gefühl, wenn ich die Zehen so bewege, dass es so wie knirscht, also nicht geräuschmäßig, aber sich so anfühlt, als ob es knirscht. Calvino ist da, den habe ich so angeschaut. Also das ist jetzt aber wieder weg. Ich habe sie ganz dick eingecremt mit Bepanthen-Salbe, oder nicht Bepanthen, hier die Panthenol. Man soll die ja dick eincremen. Fokussiert nicht, egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Und bin gespannt, nach 3 bis 7 Tagen soll das anfangen, sich zu schälen, die Hornhaut. Ich werde berichten. Die Molly lacht. Oh, was macht ihr hier? Mio. Gibt's jetzt Frühstück, Molly? Möchtest du deinen Esel haben? Oh. Bitte? Boah, lieber. Gar nicht fettig. Die Maus ist unzufrieden. 655 Kalorien pro 100 Gramm. Boah. Davon 53,2 Gramm Fett. Egal, ich habe 50 Gramm abgenommen in der letzten Woche. Ich auch. Ich kann mir das erlauben. Was ist denn los? Dreh mal dein Köpfchen, dann siehst du die Mama. Ja, schön, die musst du nicht jammern. Marmelade. Komm mal hier. Molly, die Mama ist sofort bereit wieder. Mutti muss essen. Nicht so, dass ich sie nicht schon 12-mal gestillt habe. Also, die wird nicht. Da ist die Mama. Ja. Hallo Molly, hallo. Unterwegs. Ich hatte euch auf Instagram mitgenommen. Wir waren spazieren. Jetzt sind wir wieder da.
Und beim Laufen, wenn ich den Kopf so nicht so wirklich bewege, dann geht es vom Schmerz her. Aber das mache ich ja eher selten. Wer zieht sich aus? Ich suche jetzt gerade hier unsere Tapes, denn ich hatte überlegt, das zu tapen. Also Bernd, dass der mir das tapet. Dann hoffe ich, dass es besser wird. Das ist echt fürchterlich. Ich kann die Morley gar nicht anschauen, wenn ich sie stille im Sitzen, weil ich mit dem Kopf nicht so weit runterkomme. Ja. Also, wir haben diese hier. Die sind von Amazon. Und dann hat man ganz viele verschiedene Rollen. Eine fehlt jetzt, weil eine habe ich in Ungarn gelassen. Das war orange. Ich nehme jetzt pink einfach. Wie lange brauche ich das? Kannst du das einmal hier ausmessen? So, ein so und ein so. Wie weit denn? Ja, so über die Schulter. Und dann bis zum Arm ruhig. Das wird ja dann auf Spannung gezogen. Bis wohin? Ja, so. Hier? Ja. Ja. Ist ja nur gut. Zum Fingernagel war eigentlich. Ja. Und jetzt? Und jetzt runter. Bis hier. Wohin? Weiß ich nicht, zwischen der Schulterblätter mittig mäßig. Mit Fingernagel. Was willst du zweimal? Nee, ne? Nein, einmal. Die Ränder runde ich ab. Also mit den Tapes habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, die haben mir immer super geholfen. Du auch, ne Bernd? Ja. Bernd hatte schon mal Probleme an den Knie, also der wurde auch schon mal operiert, Meniskus. Mhm. Wenn er jetzt noch mal irgendwie Schmerzen hat, dann tapen wir ihm das. Wir gucken dann immer irgendein Video bei YouTube, was so am ehesten hinkommt. Und zwei Tage. Und mit ein paar Linker, dann ist gut. Dann hilft das. Ich muss gucken, eins ist länger. Welches? Länger. Ja, welches für wo ist, was du gemessen hast. Ja, und jetzt nochmal, wie wird das? Muss ich jetzt nicht einschneiden hier? Nein, du reißt das in der Mitte auseinander. Hier. Ja, machst eine Seite ab, klebst drauf, rubbelst das, dass es fest ist und dann machst du auf zu. Und dann fusseln ein bisschen hoch. Mittig, ne? Ja, so halt nicht in die Haare, bitte. Ja. Dann muss er jetzt den Arm runter machen. Oh, da sind Haare mit drin. Bernd, aua. Und schneide die ab. So. Ja, ich habe ja nur ein paar Fusseln, die kannst du nicht einfach abschneiden. Hier, Molly, da musst sogar du lachen. Das sind drei Haare nur. Jetzt, oh, mein Hals durchgeschnitten. Ja. Mit der Schere. Die nur mit dem Hühnerknochen durchgeschnitten. Merkst du schon was? Ja, ist heile. Geheilt. Auch du die Spannung merkst. Ja, klar merke ich die Spannung. Ich liebe die Tapes. Ja, ich dich auch. Ja, ich liebe dich auch. Molly! Nein. Ich wurde gefragt, ob ich mal die Alfalfa-Sprossen zeigen kann, wie ich die mache und wie die so aussehen und so. Weil ich die ja gerne esse, habe ich mal, glaube ich, in einem Video erwähnt. Ich habe euch das schon ein paar Mal gezeigt, aber ich zeige es noch einmal, wie ich das so mache. Ich habe mir ganz viele geholt. Ich habe mir ein Kilo geholt, weil die sind recht teuer. Wenn man diese kleinen Saatdinger holt, dann ist da für einmal Alfalfa-Sprossen machen und dann ist es 3 Euro irgendwas. Das fand ich zu teuer, deswegen ein Kilo. Ich glaube, das kostet 15 Euro oder so. Ich werde es euch mal unten verlinken für die, die da Interesse haben. Und dann zeige ich euch, wie ich das mache. Es gibt extra Gläser für Sprossen züchten. Dafür war ich immer zu geizig. Deswegen nehme ich einfach so ein altes Bohnenglas. Mach dann hier Sprossen rein, also diese Samen, bis hier ungefähr. Und dann mache ich bis hier Wasser rein und lasse es 24 Stunden, lasse ich die Samen im Wasser stehen. Und dann nehme ich so ein Teesieb und schütte die ab, das Wasser, und dann die Samen wieder hier rein. Und das mache ich dann zweimal am Tag, dass ich die mit Wasser so spüle, dann ins Sieb schütten, das Wasser abschütten, abtropfen lassen und wieder hier rein. Und dann irgendwann, ein paar Tage später, fangen die an zu sprießen und sind dann Sprossen. Das ist ein ganz gesundes Lebensmittel, Vitamine, Nährstoffe, alles voll. Smurfy runter. Und ja, schmeckt ungefähr wie Zuckererbse. Damit ist es zu vergleichen. So,
eine kleine Notfallpause. Ne, ich habe noch keine Milch drin. Wir haben jetzt gerade Kaffeekuchen. Jedenfalls, so mache ich immer die Alfalfa-Sprossen. Das wurde ich gefragt und ich hatte gesagt, ich erkläre das in einem Video. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich wollte mich nur noch von diesem Vlog verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss. Ich wollte noch was sagen zu meiner Schulter oder Nacken oder wie auch immer. Es ist besser als heute Morgen, aber es ist immer noch da. Und am schlimmsten ist, wenn ich runterschaue. Wir haben gerade ein bisschen gelegen, eine Stunde oder so auf dem Sofa, ne? Das war angenehmer. Also schlafen wird wohl gehen. Und aber Highlander 2 geguckt. Ja, angefangen zu gucken, aber es war nicht so unser Film. Ja, jedenfalls heute Morgen bin ich ja aufgewacht und konnte gar nicht mehr liegen. Ich bin vor Schmerz wach geworden. So schlimm ist es nicht mehr. Naja, mal schauen. Okay, bis morgen. Tschüss.